Insofern muss ich das Urteil unseren Zuschauerinnen und Zuschauern überlassen. Aber ich habe immer gegen den Irak, um die Inspektoren wieder ins Land zu erzwingen. Das ist die zentrale Frage und dabei bleibt es ja auch. Was ist die Position der UN? Was ist die Position der Europäischen Union? Beide Fragen, die Sie gestellt haben, ein eindeutiges Nein. Weder habe ich eine Kraftprobe gesucht, dort bin auch keine gemacht, noch geht es um irgendeine Form der Isolierung. Es geht schlicht darum, dass in einer Staat, wenn es darum geht, eine Druckkulisse gegenüber Cyberschutzsein aufzubauen, kann man keine theoretischen Optionen ausschließen, weil man dann die Druckkulisse haben. Der Taliban und das Internationale Terroristen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aus der 11. September. Also ich glaube, Schröder ist jedenfalls in dem Versuch gescheitert, Stoiber sozusagen als unfähig und als nicht telegen und medienwirksam darzustellen. Stoiber hat sich auch im zweiten TV-Duell als ausgesprochen aggressiv erwiesen. Er hat den Kanzler eigentlich an allen kritischen Punkten gestellt und insofern sehe ich in ihm den klaren Sieger dieser beiden Duelle. Sie werden nicht gewinnen. Ja, wenn ich das noch vielleicht hinzufüge, Sie verlieren haben, Gott sei Dank inzwischen in unserem Land, bei dieser Durchsetzungsphase gesellschaftliche Legitimation, Legitimation aus dem Volk heraus zu schaffen, das war der Grund. Werde, sondern möglicherweise einmal Bundestagspräsident werden könnte. Ich glaube, beiden ist es gelungen, nochmal insgesamt zu mobilisieren, weil es wirklich ein interessantes, spannendes und inhaltsreiches Duell war. In schwierigen Ländern wie Pakistan, Jemen, ohne jeden Fingerabdruck erkennen. Chirvi sieht das offensichtlich anders und wähnt, dass die Al-Qaida damit im Zusammenhang stehen kann. Wie klug oder unklug ist es, so zeitig zu sagen, dass es sich möglicherweise um Einzelthema anschauen? Ja, wir bedanken.